Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Heute mit Tobi dabei. Tag. Und ich Also ich echauffiere. spiele nicht mit. Nee, das ginge, glaube ich, aber das ist, glaube ich, nicht dein Genre. Nee, ich sitze hier, weil es gut aussieht. Seht ihr nur nicht. Ich bemängel immer noch die Frames dieses Spiels. 25 haben wir gerade, ganz für uns alleine. Ja, Dürfte okay. jetzt auch gerne mal ein Patch kommen langsam. Es ist jetzt ja fast eine Woche draußen. Also ich würde es nehmen. Ja, so ist nicht. So, wir waren hier. Das haben wir ja im Prinzip schon mal gemacht. Dann haben wir da so einen Skarabäus gefunden. Und dieser Skarabäus hat uns dann in eine kleine Falle gelockt, was auch, glaube ich, genau sein Sinn und Zweck war. Aber jetzt wissen wir ja, dass das da ist und können dementsprechend darauf reagieren. Haha. Also in der Theorie. Also ich meine, in der Praxis war das hier auch nicht besonders gut versteckt, was hier ein Hinterhalt war. Ich habe nur nicht genau hingeguckt. Ja, es ist wie immer in Souls Games. Der Partizipient war zu doof. Das ist meistens nicht, dass das Spiel zu schwer war. So, ich habe mittlerweile dezent mal so ein ganz bisschen bei YouTube geguckt und mal so ein paar Einsteiger-Tipps mitgenommen. Nichts Spoiler-Relevantes, nicht irgendwie was. Aber halt nur mal so ein paar Sachen generell zum Leveling. Zum einen die gute Nachricht, es gibt Respecs, das heißt, wir sind nicht, ja, sozusagen auf das eingefroren, was wir hier machen. Zum anderen ist es wohl so, dass gerade im Startgebiet ziemlich wenig Dex-Waffen rumliegen, weshalb dich der ein oder andere Punkt in Stärke lohnen kann. Da müssen wir mal schauen, wie sich das auf uns auswirkt. Ich bin ja halt eher der. Hallo, das ist unhöflich. Ich bin ja eigentlich eher der Dexterity-Spieler. Aber gut. Heieiei. So. Okay, also direkte Konfrontation würde ich da jetzt erstmal vermeiden wollen. Da ist mir ein bisschen zu viel Pulver im Fass, wenn er versteht, was ich meine. Quasi, Schatz, quasi. Nur mit mehr Pfeilen. Ah, da kommt man doch bestimmt hoch hier, oder? Oh, das ist eine Statue. Ungünstig. Ich habe gerade etwas entdeckt, was sehr ungünstig ist. Also ja, man kommt hier hoch, aber hier ist nichts scheinbar. Das ist natürlich. Eigentlich war es vorherzusehen, aber trotzdem ein bisschen belastend. Ja, dann gucken wir uns doch mal da diese Brücke an. Die sieht doch interessant aus. Wir müssen ja die Open World erkunden. Jetzt spammt mich wieder irgendjemand bei Discord zu. Da muss ich mal kurz auf dem Handy gucken. Ich traue mich bei diesem Spiel nicht mehr rauszutappen, seitdem mir da letztes Mal einer einmal abgeschmiert ist. Hast du gerade Matthias angeschrieben? Ja. Ich guck doch schon. Er guckt jetzt. So. Was ist denen geschrieben? Zurückgespammt. Schatz, was er geschrieben hat, ist hinreichend egal. Wenn ich wollte, dass das gesagt wird, hätte ich das gesagt. Mir ist aufgefallen, dass ich in einer Klausuraufgabe, in einer Teilaufgabe einen Ich hab Flashes ganz gekriegt. dummen Tippfehler habe, sodass eine andere Antwort richtig ist. Ich würde einfach mal sagen, das, was der Lehrer sagt, ist an dieser Stelle wie immer richtig. Also ich habe geschrieben, ein Rechner, der Programme und Dateien anderer PCs bereitstellt. Ja, und du wolltest schreiben, Wollte aber schon anderen. anderen, genau. Ich wollte irgendwie auf den Server hinaus und nicht auf irgend so einen Client. Dementsprechend ist aber die Antwort Du hast Client hier mich an auch der mal. Stelle natürlich richtig. Okay, ich kann es nicht anvisieren. Es könnte ein NPC sein. It sure is.
Head to the foundation of gold tarnished. Traverse Rhea Lucaria. Glintstone Eventide. And reunite the half crescents at the grand lift. Ja, aber Taubes Nüsschen ist ein SpongeBob-Song. Okay. Ist ja sehr aussagekräftig, da werde ich mir mal direkt einen Marker machen. Ja, ich dachte aber, ich würde den Jace kriegen, bevor ich sterbe. Es werde arme. Also diese Souls-Nachrichten sind immer wieder klasse. Werde arme. So, was ist hier? Zumindest mal ein Item. Das ist doch schon mal was. Handbuch des nomadischen Kriegers. Vielleicht waren es so bei 6% Leben. Erstmal gucken, was wir da eingesammelt haben, würde ich sagen. Was haben wir denn da eingesammelt? Dass da was rauskommt? Ich habe es vorhin geschafft, meinen Socken beim Anziehen an der Hacke durchzureißen. Okay. Das hat auch einen gewissen... Das hat mich auch gewundert. Ich wollte sagen, das hat auch einen gewissen Skill, ne? Ja, ich weiß, wie das ging, aber naja. Kann es dir nicht sagen, wie ich das geschafft habe. Regenbogenstein-Pfeile. Mhm. Na gut. Füttert dies Sturmwind für eine LP-Regeneration. Das ist fürs Pferd. Ja, okay. Vielleicht denkt Sion, er wäre eine nette Dame. Na, wir müssen uns nochmal hier mit diesen Aschen irgendwie beschäftigen, glaube ich. Okay. Weil ich glaube, die könnten ganz, ganz sinnvoll sein, gerade am Anfang. So, hier können wir uns jetzt natürlich ein bisschen runterplumpsen lassen. Mal gucken, was wir hier so finden. Kann ja nicht so schlimm werden, sagte er jetzt. Ja, aber ganz so schlimm aussehen tut's auch noch nicht. Oh, das Karabäuskäfer. Das war wieder ein sicherer Hinweis auf eine Falle. Dass ich sie nicht sehe. Komm, scheiß der Hund drauf. Überlebt das. Kriegsasche Sturmwall. Okay. Und ein Pilz. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Für den Pilz. Weiß halt noch nicht genau, wie sinnvoll Zauber für uns werden im Laufe der Zeit. Also mein übergeordnetes Ziel ist jetzt eigentlich, glaube ich, erstmal hier in dieses Schloss reinzukommen. Wir haben nur keine Ahnung wie. Weil wir haben halt Feuerpfeil. Und der ist halt so ein Kategorie Roadblock, ne? Aber umgekehrt sieht das ja auch noch einen ganz netten Pfad aus. Ich weiß nur nicht, wo wir gleich rauskommen. Gar nichts da oben. Na, auf jeden Fall noch ein paar Rova-Bären hier einbinden. Kann auch nie schaden. Möchtest du? Die möchte bestimmt auch Rova-Bären. Ja. Die möchte vor allem sagen, hey, ich bin hier. Guck mal. Ne? Ja, das wolltest du mir sagen.
Ja. Wie kann das? Ich wollte der Draven-Ult ausweichen. Folgen wir einfach den Kaninchen. Oder was auch immer ihr seid. So, Nachricht lesen. Kein Schwanz voraus. Mhm. Springen voraus benötigt. Ja, genau, hier würde ich immer runterspringen. Hat auch so eine Tradition in From Software spielen, ne? Danke. Zeit für Springen. Ja, ja, du mir auch. Vorsicht vor Wolf. That sounds oddly specific. Vorsicht vor Packung. Mein Problem ist, ich habe gerade meine Hände nicht da. Das heißt, ich kann nicht drauf gucken, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Gefahr suchen, Preise, Gefahr. Okay. Leckerchen für Isaac für seinen Geburtstag. How many treats do you want? Yes! He was good boy. I have found the wolf. His name is Christian. Ich habe übrigens durch nochmal durchgucken der Klausur, bevor ich die morgen zurückgebe, einen Schüler gefunden, der jetzt volle Punktzahl hat. Ja, das kann nicht sein. Da muss doch, noch einer mal, darf. Muss er nochmal nachgucken. Ja, der hat einen Punkt Abzug und dafür hat er an einer anderen Stelle einen Bonuspunkt geholt, ja. Was dann okay? Möchte es ausnahmsweise durchgehen lassen. Ich weiß nicht, ob wir da schon befeuert waren. Ich habe das ein Jahr für Struppi einfach mal mitten im Sommer einfach aus Jux und Dodder, weil ich ein bisschen Geld hatte, aber da hatte, habe ich ihm für, glaube ich, 20 Euro Leckerlis besorgt. Und war schon mal die Wölfe umgangen, würde ich sagen. Und das kam halt im Karton und es war halt so ein Paket und es war einfach nur voller Leckerlis. Hat der Hund bald Geburtstag? Ja. Oh Gott. Ach stimmt, es ist ja März. Ah. Der Hund, der wievielte ist heute? Der dritte. Ja, genau, in einer Woche hat Isa Geburtstag. Da wird er auch schon 6. Boah, so alt ist der Junge. Ja, wenn du 3 gekriegt. Haben wir jetzt seit 3 Jahren? Das kommt hin. Verwundert mich auch immer mal wieder. Wir sind aber ganz schön viele Wölfe, Kinders. So lange wohnt er schon bei euch. Du wolltest sagen, frisst er sich schon bei uns durch. Ja, aber das sage ich doch bei meiner Katze auch nicht, dass die sich durchfrisst. Die ist ja manchmal auch ganz lieb. Der Isaac hat auch seine lieben Phasen. Er hat dann auch leider die Phasen, wo er morgens um 4 Uhr ans Bett pinöpelt. Muss neue Pfeile kaufen. Ja. Nein! Lass dich kaputt kloppen. Ich weiß noch nicht ganz, was unsere. Ich weiß noch nicht ganz, was unsere Windkorn ist. Ihr gewinnt, Schatz. Das hilft. Packung voraus. Das ist ja praktisch. Verborgener Pfad voraus, abrollen versuchen. Ach, ihr verarscht mich schon wieder. Es gibt, ich weiß, mittlerweile glaube ich, dass es Illusory Walls gibt, aber natürlich nicht da, wo Leute Nachrichten hinterlassen. Das wäre ja zu einfach. No! Es hat aufgehört zu winden. Leonia, das Seenland. Wo immer wir sind, ich habe keine Ahnung mehr. Aber es sieht schön aus hier, hier bleibe ich. Ich fand es übrigens wieder witzig, dass man quasi, wenn man From Softwares Humor nicht kennt, das Tutorial komplett überspringen konnte. Vor allem geil, wenn man halt als erstes mal Elden Ring spielt ohne Dark Souls-Erfahrung. Mir wäre es aber tatsächlich, muss man sagen, im Stream auch fast passiert. Du siehst mal irgendwie... Kristallknospe? Was bist du denn?
findet man häufig, okay. Ja. Im Seelenland von Leonie, ja, da soll ich ja gerade sein. Wurde mir offeriert. Ah, Ort der Gnade, geil. Neuen Checkpoint, Kinders. Läuft, würde ich sagen. Okay, meine primären Ziele sind jetzt erstmal hier ein bisschen zu gucken. Reicht jetzt schon wieder für ein Level ab? Das ist die wichtige Frage. Scheiße, wie machen wir das? Jetzt bin ich hier schon drin und trotzdem, ne? Ja, alles gut. Musst du mit dir selber quatschen. Wir haben ja die Möglichkeit. Ja, klar, nein, das schon. Was musst du sagen? Ich glaube mal was wie. Die Anmerkung jetzt gerade eben. Finde ich gut. Your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hall, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Ja, komm, gib ihm, ne? Let my hand rest for but a moment. Also, dass die Cutscenes oder beziehungsweise die Entwicklungspunkte jetzt an Orte der Gnade geknüpft sind, ist auch lustig. Das ist jetzt sozusagen der Hub. Möchte ich sagen. Guten Morgen. I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations. granted oh. us by the two fingers. Okay. And explore the secrets of the okay. Golden Order. So that one Julia, machst du dann wieder mit? If a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord. Okay, starte. Hallo. Hallo. Ein wilder Jona appeared. Ja. Yay, Errungenschaft freigeschaltet. Ich war kurz davor, Leute anzuschreien, dementsprechend tue ich das einfach nicht. Und, hörst du mich an, wie ich Leute anschreie? Finde ich gut. Ich sehe nichts. Well, that is unfortunate. But no cause for despair. It's likely a temporary condition, I'm told. Hier passiert übrigens, Matthias erzählt ab und zu mal was. Ich kommentiere, was Matthias, dass Matthias ab und zu mal was erzählt. Und schaut die Klausur, die ich halt habe schreiben lassen, nochmal durch, weil in der Auswertung irgendwo Fehler sind, weil Teams Punkte nicht gespeichert hat. Ach, Online-Klausur? Ja, ich habe die online schreiben lassen. Die Schüler waren zwar in der Schule, aber wir haben die da im PC-Raum schreiben lassen. Und ich habe das mit Forms gemacht und auch teilweise dann automatisch auswerten lassen und teilweise bei offenen Fragen habe ich dann Punkte vergeben. Die hat Teams teilweise nicht richtig gespeichert. Hey, Google mal. Ein kurzer Schwer. Na, dann musst du das jetzt nochmal machen. Na, ich guck da jetzt bei jeder Klausur einmal kurz drüber, ob das so stimmt auch oder so nicht, weil man doch relativ offensichtlich sieht, wenn da 0 von 2 Punkten sind, die Aufgaben sind aber korrekt bearbeitet. Ja, das ist meistens nicht gut. Ja. Da ich aber sowieso noch mal da reinschauen musste, weil ich bisher mir nur von jedem die Punkte aufgeschrieben habe, aber noch keine Note dazu notiert habe, ist das egal. Haben wir Klangperlen? Das ist jetzt eine viel wichtigere Frage. Nee, okay. Dann werden wir das irgendwann mal rausfinden, was das hier ist. Ich bin immer noch der Meinung, ich will einen Battle Bunny Victor zeichnen. Was ist das eigentlich mit From Software spielen, dass die Leute da immer an der Wand leben? Oder Battle Cat. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber das ist halt mittlerweile auch alles irgendwie Running Gags und Humor. Aber mittlerweile mit Sprungbutton. Mittlerweile mit Sprungbutton, aber ne, also wenn irgendwo ein Charakter steht und eine Wand an mir ist, dann lehnt er an der Wand. Das kann ich ja nachvollziehen, das ist bequem, ich mach das ja auch, aber es macht halt nicht jeder. Guck mal, John Schnee. Was meistens
Und der lehnt nicht an der Wand. Der lehnt aber auch nicht an der Wand, wollte gerade sagen. Ja, der ist mir direkt sympathisch. Auch wenn er von nichts weiß. Nee, du heißt John Schnee. Du hast seinen Namen vergessen, scheinbar. Lanya. Okay. I will keep my eyes open. Be sure to tell me if you meet her. She's a servant. She's been my companion. I've lost count of them, honestly. Greetings. Nice to see you again. Ach ja, stimmt. Dich habe ich schon mal getroffen. Die wollte irgendwas mit Spinnen. Das war mir direkt irgendwie ganz komisch. Bist du gerade eigentlich in irgendeinem Ab? Ich glaube schon. Also das ist wohl hier irgendwie Tafelrundfeste. Also ich warte jetzt nur noch auf Artus. Was wird denn da hinten schon wieder so randaliert? Ich bin immer randaliert. Weißt du, Randale? Lass mal die Frau poken. Ja. Wer sucht nicht nach seiner eigenen Bestimmung? Guck mal, der lehnt auch nicht an der Wand. Der lehnt... Leute, die sie gefunden haben. Auf was immer das ist, aber der lehnt. Ich brauche nur noch vier Level, damit ich einen echten Stab. Sieht so aus, als würde er seinem eigenen Stab die Hand shaken. Ja. Hand schütteln. Also, Vladimir, bis er Level 5 mit der Q ist, ist auch ein grausam. Moin. Ich glaube, das ist der Hub, ja. Das sieht nach einer Tür aus, die nicht aufgeht. Ja. Very well. Was haben wir denn hier noch so? Ah, Schmied. Ist aber nicht rückengerecht, was du da machst. Ich glaube, da ist auch wirklich alles zu spät. Ja, ich befürchte das auch, auf jeden Fall. So, Waffe verstärken. Genau, Schmiedesteine haben wir jetzt gerade keine. Ist aber nicht schlimm, wir haben ja schon hier beides auf plus 1. Das läuft schon ganz gut. Ich habe Kriegsasche, habe ich noch nicht verstanden. Könnt ihr Kriegsasche in Orten der Gnade benutzen, um euren Waffen neue Talente und Affinitäten zu verleihen? Okay. So ein bisschen so ein Bloodgem-Viech aus Bloodborne mechanisch. Ja, können wir einfach mal ausprobieren, oder? Ja, wobei, ne? Haben wir jetzt gerade keine. Renata W. Ja. Du, verkaufen möchte ich gerade auch erstmal nix, glaube ich. Kaufen wäre halt gut. Und so Pfeile. Von 3 Sekunden runter. Und wenn du in der Zeit einen Kill machst, bist du mit 30% wieder... Wir nähern uns dem mal systematisch. Haben wir hier eine Karte für ihn drin? Sehr gut. War jetzt ein bisschen off-connected von dem, was wir gerade so machen. Ach ja, wir haben gerade quasi einmal das gesamte Castle geskippt mit dem Ding hier. Das ist ja witzig. Also, nicht, dass wir das skippen, ne? Aber finde ich trotzdem witzig. Ja, moin. Greetings, great champion called by grace. I am fear. Circumstances have compelled my stay at the round table. Wer ist denn diese Grace? Great champion. Would you allow me to hold you? But briefly, you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a Baldurkin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Hm.
sagte sie jetzt, wir könnten mit ein wenig unserer Lebenskraft dafür boosten. Hab ich Lust auf einen Vitality-Debuff? Es ist ein From-Software-Spiel, du kriegst nichts umsonst. Naja, komm, no risk, no fun, ne? Ich hab die HP beim Auge, Kinders. Ja, da gucke ich auch gerade hin. Und das passiert einfach nichts. Ihr kleinen Schweine! Scheiße. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Ja, natürlich, machen wir noch ein paar Mal. Irgendwann laufen wir dann auf 10% Leben rum. Nee, danke, Fia. Muss nicht. Geil. Nee, wirklich, super. Sag mal, was hast du dafür bekommen? Ja, 5% Debuffs, wie es aussieht, so ungefähr, ne? Ja, was macht dieser Segen des Firmaments? Nee, nee, komm, also das reicht mir einmal. Ja, warte, das werden wir jetzt mal rausfinden. Eine Sekunde. Status. Die Frage, steht das irgendwo, ne? Also hier steht es vermutlich nicht. Ich sehe das Symbol doch. Kannst du nicht anklicken. Scheiße. Ja, auf jeden Fall super. Nehmen wir gerne hin. Oh, wisst ihr noch? Kann man hier irgendwie Bildschirm das wechseln? Ähnchen, du zweimal gebaut hast im Team. Ja, das ist ja auch nichts. Das ist doch schade. Das war die nur unkillbar, war es einfach nur. Klasse. Finde ich aber witzig. Man hört zu, man weiß, worauf man sich einlässt und man kriegt auch genau das, was man bekommt. Das ist auch ein Satz, den sollte ich mir in Stein meißeln. Ach, guck mal. Das reicht ja schon, dass er jetzt in der Aufnahme ist. Ich glaube, ich habe auch einen Folgentitel gefunden damit. Also das muss ich mir wiederum aufschreiben, sonst vergesse ich das mit hundertprozentiger Sicherheit. Eine Sekunde bitte. Das ist Folge 4. Wenn es nachts dunkel ist, scheint kein Licht. Ich krieg, was ich bekomme. Das ist doch schön. Also ich musste bei... Der ursprüngliche Satz war doch, man kriegt auch genau, was man bekommt, oder? Ja, das ist richtig, aber das ist ja nicht reißerisch genug, weißt du? Da muss man ja auch mal ein bisschen hier, ne? Und so. Clickbait! Ja, deine Version ist sehr viel clickbaitiger und sehr viel reißerischer. Definitiv. Also ich möchte an dieser Stelle sagen, ich musste bei 2/3 aller Klausuren die Punkte nochmal korrigieren, weil die Software mir die durcheinander geworfen hat. Und ein Drittel war so schlecht, dass sie sowieso keine Punkte bekommen haben. Oder nein, bei einem Drittel hat es witzigerweise geklappt. Weiß auch nicht, okay. Bogen voraus. Hat es einfach funktioniert. Steinschwertschlüssel nutzen. Ja, mach mal. Ich habe ja den einen noch. Also so schlecht habe ich hier keinen Schüler bei gehabt. Also. Ah, das hebt quasi den Nebel auf. Ja, okay. Ja, aber wir hatten sowas schon mal gesehen, ganz am Anfang gibt es so ein Gebiet, da hatte ich nur keinen Steinschwertschlüssel. Nee, jetzt hast du auch wieder keinen. Das ist richtig, aber ich glaube, das war gut investiert. Ja, und das Krepus ist ja auch positiv voraus. Schwanzschlüsselarmbrust. Das ist fast korrekt, ja, also muss man sagen, wenn es ein Bogen wäre und keine Armbrust. Und jetzt rollst du den Wusser Sparenraum kaputt. Ist da nicht noch was rechts? Moment, ja. Ich muss nur erst diese Nachricht downvoten. Weil es ja kein Bogen ist. So. Ja, dann brauche ich noch einen Schlüssel für. Ne? Ist nicht schlimm. Können wir ja kaufen für 4000 Runen. Aber nicht, dass ich das jetzt tun wollen würde. Abgesehen von der obvious Tatsache, dass ich nur 747 Runen habe. Aber von solch, ich wollte gerade das kritisieren. Ja, von solchem Kleinkram habe ich mich noch nie abschrecken lassen. So, wo müssen wir noch lang? Hier lang. Ne? Aber das mal bei der nächsten Folge. Haha! Mit diesem gigantischen Cliffhanger bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.